Der Film könnte von dem Material, was wir haben, wesentlich länger sein. Es war schwierig, den auf 1 Stunde oder 1 Stunde 15 Minuten zu begrenzen. Es waren so viele Informationen vorhanden, die wir gesammelt haben, dass wir gesagt haben, wir müssten die Leute in ihren Aussagen kappen, dann gibt es andere Ergebnisse oder andere Situationen, wo man sagen kann, das ist nicht mehr der Sinn der Aussage. Herr Wensierski, Sie haben ja die Heimkinder auch aufgearbeitet. Sie haben ja sehr viel Material erhalten. Was war Ihr Eindruck jetzt während diesem Film? Ich kann nur sagen, vielen Dank für diesen Film. Also, da haben Sie wirklich was Tolles geschaffen. Ich fand es sehr gut. Sie haben immer wieder eingeblendet, jetzt reden wir und tatsächlich reden. Oder endlich können einige dieser von Ihnen gezeigten ehemaligen Heimkinder endlich mal ausreden. Ein bisschen jedenfalls. Sehr viel länger reden als in den vielen Fernsehbeiträgen, in denen dann doch immer wieder nur Leute sehr kurz reden konnten und die auch immer größtenteils sehr kurz waren, obwohl es ja damals auch toll war, dass überhaupt Filme im Fernsehen kamen. Aber ich fand das jetzt ausgezeichnet, wie Sie das zusammengestellt haben und wie lange Sie die Leute haben reden lassen. Das war nochmal sehr beeindruckend. Und mir ist unheimlich viel durch den Kopf gegangen. Der Film spricht so viele Fragen nochmal an und wirft Fragen auf. Und so wie Sie das zusammengestellt haben, müsste man jetzt eigentlich sehr lange auch nochmal darüber reden. Vielleicht können wir das ja ein bisschen, wenigstens in der halben Stunde, die wir haben, noch machen. Herr Professor, Sie sind ja einer derjenigen, die kritisch sich in der Heimerziehung geäußert haben. Sie sind auch nach vorne gegangen. Sie haben auch Ihre beruflichen Schwierigkeiten dadurch erlitten, sage ich mal so. Wir haben zwei Erzieher gefunden, die alle beide in Amerika wohnen, wovon eine Frau nicht mehr in Deutschland arbeiten konnte, weil sie ein dementsprechendes Zeugnis bekommen hatte, als sie sich in den 60er Jahren aufbäumte mit dem, was in den Heimen passierte. Wie war das bei Ihnen? Ich bin 1959 in die soziale Arbeit gegangen und aus einer Situation heraus, in der ich sehr viele Altersgenossen und Genossinnen kennengelernt hatte in meiner Zeit als Bäckerlehrling im Ruhrgebiet, die mit den Lebensverhältnissen so nicht klarkamen, wie es von ihnen verlangt wurde. Und ich habe ganz aus meiner Nähe erlebt, wie Mädchen und Jungen in der Fürsorgeerziehung in Nordrhein-Westfalen verschwanden. Und als ich dann Sozialarbeiter wurde, war mir ziemlich schnell klar, dass diese Heimerziehung der Punkt ist, an dem ich ansetzen möchte. Und es hat dann einige Jahre gedauert, bis 1967, 68, dass ich im Kontext dieser 68er-Bewegung die Kritik an den totalen Institutionen, wie ich das vorhin in dem Interview gesagt habe, so stark machen konnte, dass die Öffentlichkeit sich damit konfrontieren musste. Und das hat natürlich auch heftige Reaktionen hervorgerufen bei den Trägern der Einrichtungen, beim Staat. Diese ganze Kritik an der Heimerziehung, die galt als eine linksradikale Aktion gegen die gesellschaftliche Ordnung in der Bundesrepublik. Und es waren ja auch sehr hervorgehobene, später auf problematische Weise agierende Personen daran beteiligt. Ulrike Meinhof, mit der ich hier in Berlin zusammen an dem Drehbuch für ihren Film Bambule gearbeitet habe und eine Gruppe mit ihr gemacht habe, die ja ganz wesentlich dazu beigetragen hat, diese Verhältnisse öffentlich zu machen als Journalistin. Also die ganze Kritik wurde von den Institutionen als ein linksradikaler Angriff auf die gesellschaftliche Ordnung in der Bundesrepublik verstanden und entsprechend hart wurde, da wo man das konnte, reagiert. So. Und
Das hat eben viele Jahre gedauert. Also die Heimkampagne hat Ende der 60er begonnen und erst 1978 auf dem Jugendhilfetag in Köln, 10 Jahre später, gab es so etwas wie eine große öffentliche Veranstaltung der Jugendhilfe selber, wo diese Kritik dann angekommen war. Und dann hat es nochmal wieder viele Jahre gedauert, bis weit in die 80er hinein, bis die Verhältnisse langsam und allmählich sich geändert haben. Heute sagt man immer, die Heimerziehung der 50er und 60er Jahre, das ist Quatsch. Das ging noch viel, viel weiter, bis weit in die 80er Jahre hinein. Und in unserer Berliner Regionalgruppe für ehemalige Heimkinder, der jüngste von den Mitgliedern, der ist jetzt gerade 50 und der hat hier in Berlin diese Verhältnisse erlebt. Rosi Springsgut, die wir im Film gehört haben, die jetzt 80 ist, die hat in den 30er Jahren diese Verhältnisse erlebt und dieser Jüngere aus unserer Gruppe in den 80er Jahren. Und so lange haben die Auseinandersetzungen gedauert und ich habe ja vorhin gesagt, dass wir eigentlich geglaubt haben, nach diesen langen Auseinandersetzungen und als dann das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz kam, das wäre jetzt endlich Geschichte. Und das ist es leider nicht. Und ich muss zu dem Film noch eins sagen, er hat mich sehr beeindruckt. Aber man muss auch noch was aufklären. Der letzte Beitrag von dem Erzbischof Wölki aus Köln, der ist ja erst vor 4 Wochen gedreht worden, als diese große Veranstaltung hier in Berlin war. Und er hat unterschlagen in seiner Rede, dass die kirchlichen Vertreter am Runden Tisch, als in der ersten Arbeitssitzung des Runden Tisches, entschieden haben mit den anderen Funktionären an diesem Runden Tisch, dass die Kinder und Jugendlichen aus den Behinderteneinrichtungen nicht in die Debatte und in den Aufarbeitungsprozess eingezogen werden. Ich war an dieser Sitzung beteiligt. Ich habe sofort gefordert, dass die mit einbezogen werden. Die Vertreter der ehemaligen Heimkinder haben das auch gefordert. Und die Mehrheit der Funktionäre am Runden Tisch, einschließlich Frau Vollmer, einschließlich aller Kirchenvertreter, haben gesagt, das ist ein anderes System, das ist nicht Jugendhilfe, das ist Gesundheitssystem. Die interessieren uns hier nicht, für die sind wir nicht zuständig. So. Und das hat von 1909 bis 2016 gedauert und die Behindertenvertreter, die haben immer wieder versucht, dieses Ausgrenzen zu durchbrechen. So lange hat es gedauert, bis der diese Rede halten konnte. Und das hätte dazugehört. Und das hat mich jetzt wieder so empört, dass der sich hinstellt und auf einen Beschluss des Runden Tisches verweist von 2009, Entschuldigung, und daraus zitiert und nicht sagt, dass sie damals verhindert haben, dass es eine gemeinsame Lösung wurde. Das ist nach wie vor genau diese Haltung, die ich vorhin kritisiert habe. Es geht immer um den Schutz der Institutionen. Und da muss man auch noch sagen, die Regelungen, die jetzt für die Ehemaligen aus den Behinderteneinrichtungen gefunden werden, liegen weit unter dem Niveau der Regelungen, die für die ehemaligen Heimkinder, die schon beschissen genug waren, gefunden worden sind. Und damit versuchen sie sich heute in der Öffentlichkeit zu profilieren. Und man muss sagen, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unter der Federführung von Andrea Nahles, die diese Geschichte veranstaltet haben, das alles mit zu verantworten haben. Und das wollte ich noch nachtragen, weil es jetzt so rüberkommt mit dem Herrn Wölki. Jetzt hat die Kirche erkannt und wie konnte nur, ja wie konnte nur, alle Antworten, wie man konnte, sind vorher in den Interviews gegeben worden. Und er fragt immer noch, wie konnte das denn sein, als wenn er es nicht versteht. Diese Aussagen, die habe ich mit Absicht noch am Freitagabend in diesem Beitrag mit reingenommen, weil ich gesagt hatte, es war eine Frechheit. Ich war bei dieser Tagung, Leid und Aufarbeitung für Behinderte, als einziges Fernsehteam da. Wir haben es auch erreicht, ich habe es eben Peter Wensierski schon gesagt, wir haben es erreicht, ein Interview mit dem Herrn Wölki zu bekommen, obwohl er es nicht wollte. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte dann klipp und klar gesagt, wenn wir sagen, er muss ein Interview machen, hat das zu machen. Ich konnte von dieser Tagung nicht mehr mit reinnehmen, das hätte den Film gesprengt.
Ich wollte diese Widersprüche hier in den Film reinbringen. Sie sind drinnen. Und der Herr Stücker-Brüning hatte ja gesagt, dass Sie davon früher nichts wussten. Und dann kommt jetzt vor 4 Wochen der Kardinal hin und sagt, wir haben es gewusst. Und stellt sich ganz einfach hin und bringt das dann so rüber, als ob Sie die heiligen Herren sind, die jetzt endlich nach, wie sagte Klaus Dickneid, endlich nach Jahrzehnten sagen, hier sind Fehler von Seiten der katholischen Kirche geschehen. Ich möchte noch einen Punkt sagen zu dieser Rede von dem Bischof Wölki, in der er behauptet, dass in den kirchlichen Einrichtungen die dort Beschäftigten den christlichen Auftrag nicht realisiert hätten. Das ist seine Aussage gewesen. Und dafür will er sich entschuldigen, dass sie nicht den eigentlichen christlichen Auftrag verwirklicht haben, die Würde zu schützen, Geborgenheit zu geben und so weiter. Das war nicht der christliche Auftrag. Die kirchlichen Einrichtungen hatten einen christlichen Auftrag. Und der sah genauso aus, wie Rosi Springsgut das beschrieben hat. Das war genau im Sinne des kirchlichen Auftrags. Und ich fand es ganz erstaunlich, dass die Frau Käßmann, die ich eigentlich sehr schätze, in einer Predigt auf einer Veranstaltung zu den ehemaligen Heimkindern in Niedersachsen gesagt hat, sie will sich dafür entschuldigen und sie schämt sich dafür, dass kirchliche Mitarbeiter in kirchlichen Einrichtungen den christlichen Auftrag, den die Kirche ihnen gegeben hat, nicht richtig verstanden und ausgeübt haben. Das finde ich unglaublich für eine Theologin, eine solche Aussage zu machen, denn es war genau der christliche Auftrag, der war so definiert, so haben sie ihre Erziehung verstanden. Und die ist immer abgeleitet worden, theologisch begründet worden aus dem Evangelium und die konnten in voller Übereinstimmung und gedeckt durch die kirchliche Lehre so handeln. Und dann heute zu sagen, das versteht ihr nicht, wie kirchliche Einrichtungen so arbeiten konnten, das ist wieder genau der Punkt, die Kirche eigentlich mit ihrem Evangelium, mit ihrem Auftrag, die will doch eigentlich was ganz anderes. Und dann gibt es da Institutionen und Leute, die handeln nicht danach. Das ist eine Selbstschutzerklärung und ein sich letztendlich aus der Verantwortung stellen. Also wenn ich was sagen darf, auch wenn du noch nicht gesprochen hast. Mich hat dieser Beitrag oder diese Rede davon, Bischof Kardinal ist er inzwischen, Wölki, ehrlich gesagt sehr wütend gemacht, weil nichts davon stimmt, was er sagt. Nichts. Und wenn er um Entschuldigung bittet, dann schoss mir eigentlich durch den Kopf, nein, man darf eigentlich ihn nicht entschuldigen und auch nicht die katholische Kirche, was sie da in den Heimen getan hat. Diese Entschuldigung müsste man eigentlich verweigern, weil sie es nicht begriffen haben, bis heute nicht begriffen haben, was sie da getan haben. Wenn er so redet, dass er die Fragen, also so die Frage stellt, ja, woran lag es denn? Wir hatten doch so einen tollen christlichen Auftrag. Sie diskutieren es nicht, sie wollen es nicht wahrhaben. Was war es denn? Es war doch zum Beispiel ihr Verhältnis zur Sexualität. Als ich für das Buch Schläge im Namen des Herrn recherchiert habe, habe ich immer gedacht, verdammt nochmal, es muss doch irgendwo eine Anweisung, eine Direktive zur Erziehung der Kinder in diesen Nonnenheimen geben. Es war ganz schwer, so etwas zu finden. Und ich habe dann was gefunden. Und was stand dann da drin? Dass man darauf achten muss, dass die Kinder Kinder des Teufels sind, wenn sie sich mit ihrer eigenen erwachenden Sexualität beschäftigen. Dieses ganze repressive, nicht nur verklemmte, dieses menschenverachtende, die menschenverachtende Haltung zur Sexualität der katholischen Kirche, die wurde praktiziert. Und das ist Teil des so von Ihnen verstandenen Evangeliums und des Auftrags der Kirche gewesen. Sie haben genau das gemacht, was Sie wollten mit den Kindern. Ich habe damals auch zu dem Vertreter der Bischofskonferenz gesagt, wissen Sie, Tausende, ja vielleicht sogar Hunderttausende von unehelichen Kindern, bei denen müssten Sie auch um Entschuldigung bitten, denn uneheliche Kinder waren für Sie Kinder der Sünde. Das war ja die Auffassung der katholischen Kirche. Und es ist mir unbegreiflich, wie ein Bischof sich oder ein Kardinal heute da so hinstellen kann, und sagen kann, er versteht das alles gar nicht. Wir haben es doch so gut gemeint mit den Kindern. Wieso ist das denn so aus dem Ruder gelaufen? Weil sie nicht an die zentralen Sachen ihrer Institution herangehen wollen. Dasselbe gilt doch auch für den sexuellen Missbrauch, der nach meiner Ansicht nach
in Wahrheit nicht wirklich von ihnen verstanden worden ist, was sie da gemacht haben. Sie haben sie auch dort mit einem Almosen, haben sie die Opfer abgespeist und dachten, dieses lästige Problem, diese lästige Diskussion in der Öffentlichkeit werden wir irgendwie los. Aber was sie nicht gemacht haben, ist, warum haben denn unsere Personalchefs, unsere Bischöfe es ermöglicht über Jahrzehnte, dass Pfarrer, die Kinder sexuell missbraucht haben, von einem Bistum ins andere versetzt werden? Warum haben wir so geschwiegen? Warum haben wir so drüber hinweggeguckt? Warum? Weil wir eine Institution sind, die überhaupt nicht Kritik in der Institution kennt und zulässt. Von außen schon gar nicht. Von außen tun wir das alles ab, als das sind alles Kirchenfeinde, die uns kritisieren. Weil es eine Institution ist, die überhaupt nicht verstehen will oder überhaupt nicht Kritik annehmen will oder ihre eigenen Mechanismen begreifen will. Diese hierarchische Männergesellschaft, die also diese Fragen überhaupt nicht zulässt, ob etwas geändert werden soll im Verhältnis zur Sexualität, im Verhältnis zum Mitsprechen von den ganzen Gemeindemitgliedern und Kirchenmitgliedern, die alle eigentlich nichts zu sagen haben und auf deren Kritik man ehrlich gesagt pfeift oder immer gepfiffen hat. Das ist doch das Problem. Sie haben eben die Täter hinter den Tätern niemals zum Thema gemacht. Also wo ist denn mal, wüsste ich nicht, in den letzten Jahren von der katholischen Kirche gesagt worden, ja, unsere Personalchefs oder ein Personalchef ist mal in die Öffentlichkeit gegangen und hätte gesagt, ich habe verfehlt, ich habe falsch gehandelt, ich habe die Täter, die die Kinder missbraucht haben, gedeckt, weil ich dachte, unsere Institution muss geschützt werden, die Institution ist das Höchste, die katholische Kirche ist das Allergrößte und was weiß ich was. Also, dass man daran geht an die Frage, warum haben wir es laufen lassen, warum haben wir es zugelassen, das wird alles nicht beantwortet. Und wenn sich dann Herr Wörki also vor 4 Wochen wieder so hinstellt und solche Sachen sagt, dann zeigt das für mich bloß und beweist es, dass nichts, aber auch gar nichts da oben in seinem Kopf und in den Köpfen mancher anderer Bischöfe angekommen ist. Nichts. Herr Frag, die Kirche sagt ja, Sie wären die einzigste Organisation, die sich sozialmäßig für solche Kinder und Einrichtungen einsetzt. Wenn man sich aber mal den genauen Hintergrund noch anschaut, weil man bekommt es ja schon bei den privaten GmbHs mit, die ja jetzt auch Kinderheime betreiben. Sie alle schimpfen, es gibt nicht genügend Geld für die Kinder. Und sie brauchen noch mehr Geld. Sie können die Fachleute nicht bezahlen und so weiter. Stimmt das oder kann man sagen, das ist ein gutes Unternehmen, wo man sich gesund schrumpfen kann? Also mir sind bei dem Film wieder zwei bittere Wahrheiten, oder zwei Fragen so aufgetaucht und eine Feststellung. Die Fragen sind, ich würde das mal ganz trocken so beschreiben, was da passiert ist, das Geschäftsmodell Kinderheim. Was macht man? Man geht auf eine sozial schwierige Situation der Nachkriegszeit oder sowas zu, steckt diese Kinder mit einem bestimmten Menschenbild in Heime, wo völlig unqualifizierte Menschen, nämlich Nonnen normalerweise, die dazu nicht ausgebildet worden sind, aber schlecht bezahlt werden, die bekommen ihr Taschengeld. Diese Kinder praktisch dann ja, behandeln in ihrem Sinne, obwohl diese Kinder nach den öffentlichen Regelsätzen von praktisch Kinderheimen abgerechnet werden. Und das sind bis zu mehrere tausend D-Mark damals pro Kind pro Monat gewesen. Also das ist das Geschäftsmodell Kinderheim. Man macht ein Kinderheim, nimmt schlecht bezahlte, unqualifizierte Menschen, die dort diese Kinder ja, in Schach halten, will ich es mal so sagen, und verdient dabei anscheinend, ich kenne keine Literatur dazu, wo das noch schon mal untersucht worden ist. Und der zweite finanzielle Aspekt als Frage für mich ist, hat eigentlich jemand mal untersucht, wie viel Geld die Kirchen eigentlich mit der Zwangsarbeit dieser Kinder in den Wäschereien, in den Torfstechereien und so weiter verdient hat? Wo ist das Geld eigentlich geblieben? Hat der Runde Tisch abgelehnt, das zu untersuchen. Und das ist wirklich genau dann die Feststellung, zu der ich komme, zum Runden Tisch. Genau diese Frage, dass die Behindertenheime nicht mit hineingenommen werden, diese Frage Zwangsarbeit wird nicht im Grunde als Begriff verwendet, weil das bestimmte juristische Konsequenzen hat. Das ist für mich wirklich dieser explizite kirchliche Lobbyismus. Solange es nicht an die Öffentlichkeit kommt, heißt es schweigen, ducken, weitermachen. Und wenn ich mir dann feststelle, dass es der Kirche gelungen ist,
die Vertreterin, eine frühere Mitarbeiterin einer der Haupttäterorganisationen, nämlich von Bethel, zur Vorsitzenden dieses runden Tisches zu machen. Der Sohn ist heute noch in so halbwegs leitender Stelle in Bethel tätig. Frau Vollmer war mal dort bei Bethel tätig und so weiter. Und die wird Vorsitzende und wird nicht als kirchliche Vertreterin wahrgenommen, sondern als die ehrenvolle Bundestagsvizepräsidentin und so weiter und so weiter. Und wenn es dann den Kirchen gelingt, nur 40 Millionen in den Fonds einzahlen zu müssen, kann ich nur sagen, ein wunderbarer Erfolg des kirchlichen Lobbyismus und ein treffendes Beispiel. Ich wollte Ihnen nur sagen, wir haben aus dem Kinderheim Köln Sülz die kompletten Akten über die Finanzierung des Kinderheimes. Ich bin 1951 reingekommen. In dem Jahr hat die Stadt Köln für das Kinderheim fast 2 Millionen D-Mark aufbringen müssen. Da waren noch nicht mal die Kosten drin für den Wiederaufbau des Kinderheimes. Das waren nur die tatsächlichen Kosten für knapp 600 Kinder, die dort drin waren, und für die gesamten Bediensteten. Die Kirche hat 100.000 D-Mark in diesem Haushaltsplan drin gehabt für kirchliche Tätigkeiten, das heißt für die Materialien, die die Nonnen brauchten, für die Materialien, die der Pfarrer brauchte. Der Pfarrer wohnte in dem Haus umsonst da drin, bekam auch sein normales Gehalt, das war auch alles mit drin. Und für Weiterbildung waren in dem Jahr 51 bis 65 knapp 2.000 D-Mark eingeplant für die gesamten Erzieherinnen und Erzieher, die in diesem Heim tätig waren.